Ja, Hallihallöchen und ein weihnachtliches, herzliches Willkommen, meine lieben Leute von heute, zu einer nächsten Folge von meinem Minecraft auf Überleben Projekt mit mir, dem Zonky Wonky, und wir haben Weihnachten, also an dem Tag, wo das Video rausgekommen ist. Kann sein, dass es du wahrscheinlich später siehst, dann hoffe ich, du hattest fröhliche Weihnachten und ich wünsche fröhliche Weihnachten auf jeden Fall. Warum keine Musik im Hintergrund jetzt läuft, hat eine besondere Bewandtnis. Welche das sein wird? Ich habe da jemanden. Und zwar meine Elfin. Zeigst du dich oder zeigst du dich nicht, liebe Elfin? Später. Okay. Denn sie hat was vor und sie möchte euch gerne was auf der Trompete vorspielen. Meine Lieben. Aber währenddessen fange ich an zum Spielen. Ja, es ist schon wieder dunkel. Also jetzt werdet ihr gleich ein weihnachtliches Liedchen hören von der lieben Laura. Was habe ich eigentlich in dieser Folge vor? Also was habe ich denn eigentlich vor? Erstens mal, gehe ich einmal da raus. Die Laura bereitet momentan alles vor für ein schönes Weihnachtslied, Leute. Das ist ja toll. Ich weiß nicht, mit was du beginnen. Ja, genau, beginne mit dem. Ja, Erde. Erde werde ich mir aber, ich werde die Eichensetzlinge auch da reingeben. Und die Samen, die werde ich anbauen, bitte. Kann ich schon spielen? Natürlich kannst du schon spielen. Die Laura blickt gleich los, liebe Leute. Und das war Jingle Bells, meine Lieben. Ja, sie spielt. Wie lange spielt sie eigentlich? Gerade einmal ein paar Wochen spielt sie Trompete. Wahnsinn. Ich spiele, glaube ich, schon seit September. Wahnsinn. Also Laura, das ist wirklich gut. Das ist sehr, sehr cool. Also hast du ganz toll gemacht. Aber es gibt noch ein Lied. Ja, aber da steht irgendwie bei dem E. Und dann erst G. Das ist irgendwie so komisch aufgeschrieben. Ja. Macht ja nichts. So Leute, was mache ich eigentlich in dieser Folge? Ich mache Strip-Minding. Leute, ich werde mich da mal runterbauen. Während die Laura das nächste Lied vorbereitet. Ja, also das war Jingle Bells, meine Lieben. Und wenn die Laura dann fertig ist mit ihren Sachen, dann werde ich wieder im Hintergrund die Musik einblenden. Und was, wie kann es anders sein als, was kann es anders sein als die ERV, meine Lieben? Und dann wird sich dann die Laura zeigen. Ja. Ja, ich baue mich nach unten und natürlich, wie kann es anders sein, ist da unten eine Höhle. Ha, und da unten ist der Enderman. Ich werde, es wird jetzt ein gefährliches Unterfangen werden. Ja, aber das ist das Lied, was ich nicht so gut kann. Okay, das kannst du nicht so gut. Er macht ja nichts. Und kann ich schon loslegen? Du kannst schon loslegen. Das war morgen kommt der Weihnachtsmann. Eigentlich kommt heute der Weihnachtsmann bei uns. Ja, genau. Ist ja heute soweit. Also wenn das Video hochgekommen ist. Jawohl, finde ich cool. Leibert. Ah, da habe ich ja schon eine Höhle. Da war ich schon drin in dieser Höhle. Ja, ist ja egal jetzt. Tue ich dann weiter halt.
Ja, wurscht. Ja, ein bisschen verschmutzt die Trompete, kann das sein? Ja, natürlich, schätze ich mal. Ach so? Okay. Ja, ist ja egal, mach das. So, dann werde ich mich weiter runterbauen. Hier habe ich Kohle, Leute. Oh, da brauche ich Leitern wieder. Ja, super. Das war's schon, oder? Okay, macht ja nichts. Macht ja nichts. War ja ganz toll. Wo bleibt der Applaus? Meine Lieben. Ja, und jetzt geht's weiter mit der Musik von. Es wird einmal die ERV sein, schätze ich mal. Ja. Ja. Kohle brauche ich immer wieder. Kohle ist immer gut. Ferien, Weihnachtsferien, Schulferien, ja, genau. Das kann ich alles stopfen, da brauche ich ja dann nicht. Sehr gut. Haben wir gut gemacht. Ja, wie weit sind wir? Wir müssten schon auf Minus sein eigentlich. Nein, 52. Ich bin doch ein. Leute, ich habe mich ja noch gar nicht runtergegraben gehabt. Ich bin doch. Ja, ich war jetzt komplett woanders, Leute. Macht ja nichts. Ja, es war schön. Ich hoffe, ihr habt die zwei Weihnachtslieder von der Laura genossen. Was macht ihr schönes Weihnachten? Oder was habt ihr gemacht, wenn es jetzt schon vorbei ist? Was habt ihr gemacht? Habt ihr gut gespeist? Habt ihr schöne Geschenke bekommen? Hattet ihr Ruhe und Frieden? Das ist ja das Wichtigste, zu Weihnachten. Schönes, besinnliches, ruhiges Fest, kein Stress. Weil die ganzen Leute, die immer sagen, ja, das ist so viel Stress Weihnachten, diese Leute, muss ich ehrlich sagen, sind einerseits ein bisschen selber schuld, weil wenn man Stress hat, ist es okay. Aber hat man unter dem Jahr, normalen Jahr außerhalb von Weihnachten keinen Stress? Na sicher. Was man halt nicht machen darf, ist, man darf sich nicht so stressig machen, sofern es geht natürlich, das ist logisch. Und wenn es stressig ist, dann ist es auch unter dem Jahr stressig und nicht nur zu Weihnachten. Also ich mache es mir zu Weihnachten nicht stressig und ich habe zwei Kinder, also es ist einfach so. Ja. Ich muss da eh erst irgendwo Fackeln machen. Ich muss immer wieder Fackel machen. Es ist schon wieder Abend, schätze ich mal. Ja, sicher ist Abend, klar, weil ich habe nicht geschlafen gehabt, bevor ich da runtergegangen bin. Ich baue mich extrem weit nach unten, Leute. Noch 10 Leitern. Aber ich habe ja noch genügend. Ja, hallo, Magena. Ja, da unten ist wahrscheinlich sicher wieder irgendeine Höhle, weil ich höre nämlich schon einen Zimbo, Leute. Da ist eine Höhle. Irgendwo ist da eine Höhle. Ja, das muss natürlich auch sein, dass ich mich ganz nach unten grabe, weil ich möchte weitere Dias haben. Und ich habe mich hier eigentlich. Habe ich eigentlich schon Dias in. Ja, sicher habe ich schon Dias gefunden. Ja, genau. Stimmt, ja. So, immer wieder Fackeln setzen. Sackeln fetzen. Was? Nö! Ja, ich muss mir da wieder Leitern bauen. Ich weiß mal, sie. 27, das reicht noch nicht. Es reicht überhaupt noch nicht, das mit den Leitern. 54 Leitern. Es wird knapp. Oh, die Laura hat eine Frage an euch. Okay, dann frag. Ja, das ist die Frage. Ja.
Ah, da höre ich Lava. Ah, das ist... Ich höre kräftig Lava, Leute. Da ist sie. Das ist irgendwie doof, dass genau unter mir Lava ist. Und ich habe keinen Sand mit, Leute. So, somit werde ich mir irgendwie schauen, dass ich mir... Ah, nö, das ist falsch. Die falsche Seite, Leute. Was machst du? Tokapok, okay. Ja, ich muss nach oben. Welche Höhe habe ich eigentlich hier unten? 13. Ja, das geht. Ah! Ich möchte wirklich schauen, dass ich... Ja, es ist schon wieder Abend. Ich muss schlafen, ja, genauso. Ja, die das Weihnachtswochenende. In einer neuen Aufnahmesitzung jetzt. Ja, und ich muss ehrlich sagen... Ja... Krieg ich bis jetzt eigentlich ganz gut hin. So, ich gehe schlafen. Es ist schon wieder finster. Das darf nicht sein. Habe ich irgendwo Sand oder habe ich den überall verbraten? Na sicher habe ich den ganzen Sand verbraucht. Leute! Ich habe den... Ich habe noch gar keine... Ich habe noch gar keine Scheiben oder... Da irgendwo verbrennt gerade ein Zombie. Okay, keine Ahnung. Also bei mir da ist nicht. Ich muss Sand schürfen, Leute. Das ist auf jeden Fall wichtig. Servus, Skelett. Ah, die Stiefel möchte ich haben. Die der hat. Der hat Stiefel, Leute. Dankeschön. Hast du mir die Stiefel gegeben? Nö. Ah, ich muss was essen. So, wo wollte ich jetzt... Jetzt habe ich einen Blackout. Ah, Sand. Sand, Leute. Ich brauche Sand. Wie Sand am Meer. Was? Da kann ich auch schon bald. Ah, Kühe füttern möchte ich auch wieder. Ja, ich zerstöre die Natur. Krieg Schnappatmung von mir aus. Ja, ist halt so. Das ist Minecraft. Ich brauche nämlich Sand, Leute. Ah, das... Wahnsinn. Schon wieder aus dem Spiel gejoint hier. Hier ist Kohle. Aber da haben wir auch Sand. Jedes Mal, also immer wieder passiert es, dass ich zurück zum Desktop geschossen werde. Das, was ich überhaupt nicht mag. Ja, ich brauche Sand. Und ich brauche ja gar nicht so wenig Sand, weil ich sicher auch einiges mit Glas machen werde. Jo, Sand. Also ihr könnt ruhig in die Kommentare schreiben, was ihr zu Weihnachten gemacht habt, meine Lieben. Und was ihr ob ihr Geschenke bekommen habt, ob ihr wirklich ein besinnliches Fest hattet. Ja. Ja, es ist eine quasi jetzt hier eine weihnachtliche Session quasi, die ich jetzt mache. Minecraft Session. Eine schnelle Session, dass ich wieder Folgen habe für das Weihnachtswochenende jetzt. Und aufgenommen wurde es ja am 22.12. Also ehrlich, vor zwei Tagen. Leute, also zwei Tage bevor ich dieses Video online gestellt habe, ne? Ja, an uns jetzt da in dem Moment gerade, wo ich Let's Play ist, in zwei Tagen Weihnachten. Und jetzt, wo das Video schon draußen ist, ist Weihnachten. Und wenn du es jetzt einen Tag später guckst, dann war Weihnachten und so weiter und so fort. Also es ist nie einfach, Leute. Wirklich. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Weil ich habe da wirklich was vor. Also, ich muss ehrlich... Nö, ja, war gerade noch hell. Ich muss da ehrlich sagen... Ah, nö. Ich muss da wirklich was machen. Und zwar hier.
immer wieder Erdenklötze hinbauen. Ja, ist wichtig. So. Da ist nämlich die Lava! Ja, da unten, Lava. So. Wie mache ich das jetzt? Oh, das ist die Frage. Na, es ist einmal wichtig, dass ich da... dass ich da mal eine Klotz hinbaue. Wow, es ist ein gefährliches Unterfangen, Leute. Ja, da werden ja keine, da werden ja nicht doch Dias sein, oder? Ich will kein Bratpudel werden! Ich will kein Bratpudel werden, Leute. Nö, nö. Will ich nicht. So, was haben wir da alles? Vielleicht finde ich Etias. Ja, aber das ist eh Gebitte. Das ist eh übersichtlich eigentlich. So, den ganzen Sandhaufen da werde ich, ich werde wahrscheinlich eh nicht alles schaffen. Boah, das ist ein heißes Vergnügen hier. Ja, cool, oder? Würde ich mal sagen. So, fertig. Ah, nö, falsch. War schon richtig vorhin. Passt. Weiter geht's. So, wie schaut's aus? Da muss ich was hinbauen. Sehr gut. Ich muss da wirklich aufpassen. Das wird gefährlich. Ganz heiß, Leute. Boah, Spannung. Naja, gut, aber die Lava, die... also muss ich ehrlich sagen... immer wieder eine Herausforderung, das mit der Lava. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich eigentlich zum Bratpudel geworden bin, ehrlich. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was ist denn was? Achso. So, jetzt sind wir eigentlich schon recht weit unten. Es geht natürlich noch weiter runter, Leute. zack, da werde ich eine Fackel hintun. Leiter. Hier gehört eine Leiter hin. Und weiter nach unten. Immer vorsichtig. Nicht gleich sofort schnurstracks voranspringen. Dann ist unten Lava. Ich übersehe das. Und es ist vorbei. Und Bratpudel Part 222. Ja, ist so. Ist einfach so. Schau doch genau bei unserem Kanal Lapa Gaming. Leute, macht das. Zahlt sich aus. Schöne Let's Plays am Start. Vor allem Minecraft. Also an alle Minecraft-Freunde der Kreativität oder so. Die Laura ist sehr kreativ. Und baut schöne Sachen im Creative-Modus, Leute. Ja. Genau. Oh, immer aufpassen. Spitzhacke ist gleich kaputt. So, die Folge ist aber gleich vorbei, Leute. Und die Spitzhacke ist kaputt, aber ich habe noch eine. In Ersatz. Genau. So, meine Lieben, ich marschiere. Welche Höhe haben wir jetzt? -10. Lange haben wir nicht mehr, Leute.
Ich werde dann, keine Ahnung, was ich in der nächsten Episode dann morgen am Samstag mache. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Leute. Ich marschiere mal rauf und dann werde ich die Folge beenden. Zu Weihnachten, meine Lieben. Oh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Ja, meine, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ja, Leute, Weihnachten. Das passt aber jetzt überhaupt nicht zu dem Lied, das gerade spielt, Leute. Aber egal. Wurscht. Ach, Leute. So, dunkel ist es eh nicht. Nö. Ja. Meine Lieben, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns dann morgen wieder am ersten Christtag. Ja, am ersten Weihnachtstag. Und habt weiterhin, wenn ihr das Video heute guckt, am Heiligen Abend dann noch weihnachtliche Grüße von mir und der lieben Laura. Fröhliche Weihnachten. Und auch wenn ihr das nach Weihnachten guckt, trotzdem noch fröhliche Weihnachten im Nachhinein. Ich sage Game Over, ein Out, euer Zorn. Ciao.